Ein unverhoffter Geldregen für den französischen Achtligisten Sporting Union Agen. Der Verein kassiert durch den Transfer von Aymeric Laporte von Athletic Bilbao zu Manchester City das hübsche Sümmchen von 650. Null Euro. Warum? Ganz einfach. Der Franzose begann mit 6 Jahren sein Fußballerleben bei diesem Verein und spielte dort die folgenden 10 Jahre. Vereine bekommen für eine Ausbildung eines Spielers zwischen dem 12. und 16. Lebensjahr eine Ausbildungsentschädigung von jeweils 0,25% der Ablöse. Das macht, bei einer Ablösesumme von 65 Millionen Euro, eben die erwähnten 650. Null Euro. Ein warmer Regen für den finanziell arg angeschlagenen Verein. Dankt ohne den Transfer, wäre der Verein am Ende ohne das Geld, hätten wir am Ende der Saison schließen müssen, weil wir die Betriebskosten nicht zahlen konnten, so Clubchef Jean-Claude Brundel gegenüber La Dépêche du Midi. Weiter sagte er: Das Schicksal klopfte an unsere Tür. Es kommt unerwartet und ist eine wundervolle Belohnung für unsere Bemühungen. Der Wechsel des 23-Jährigen zum englischen Premier League-Tabellenführer Manchester City war der nächste logische Schritt in der bisher sehr erfolgreich verlaufenden Karriere von Laporte. Französischer Achtligist bekommt 650.000 Euro aus dem Laporte-Transfer. Bewerte diesen Beitrag.